Bühne. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Microbes Industries GmbH. Mein Name ist Dominik Bösel. Ich bin der zweite Geschäftsführer und für Technologie und Produkt verantwortlich. Die Microbes Industries macht Echtzeitsteuerung für Industrieroboter mit KI. Das heißt, man zeigt den Industrierobotern die Bewegung, die man von ihnen haben will. Und die gucken durch eine Kamera auf das Werkstück oder auf die Aufgabe und gucken sich im Grunde von den Menschen ab, wie die Aufgabe korrekt gelöst wird und können das dann nach einer kurzen Trainingsphase eigenständig machen. Und wir lösen damit so Probleme, die bisher für die Industrierobotik schwer oder gar nicht zu lösen gewesen sind. Mirai kann was man in der Robotik so normalerweise noch nicht gefunden hat. Und zwar, wir können dem Roboter in Minuten bis maximal Stunden Dinge vormachen, die die klassische Robotik in Tagen und Wochen nicht programmieren kann. Also es wird einfacher und schneller, den Roboter in Betrieb zu nehmen. Und man kann damit ganz neue Dinge dem Roboter beibringen. Also zum Beispiel biegeschlaffe Teile, Kabel aus der Luft greifen, einstecken, irgendwie so. Was ist der Vorteil der Lösung? Ja, wie gesagt, mit einem bisschen Software und einer Kamera und einer kleinen Steuerungsbox kann man eben dem Roboter in Stunden das beibringen, was man davor in Tagen und Wochen nicht programmieren konnte. Und das unterstützt direkt die Demokratisierung der Robotik. Robotik wird für den Mittelstand zugänglich, wird für kleine Unternehmen zugänglich, ja eigentlich bis hin zum Bäcker oder Schreiner um die Ecke, wenn wir das wollen. Wir wollten 2014 das KI-Unternehmen in Deutschland, aus persönlichen Gründen in Deutschland gründen, das wir immer gründen wollten. Und man landet dann in Deutschland schnell bei Fertigungsthemen, weil das die Volkswirtschaft eben einfach sehr gut macht. Und haben dann ganz gezielt uns in der Fertigung umgeschaut und gefragt, wo mit dem, was wir können oder glauben, dass wir können werden, wenn es mal ausentwickelt ist, machen wir den besten Wertschöpfungsbeitrag. Und das hat tatsächlich so ausgesehen, dass ich zu möglichen Kunden, zum Beispiel Audi in Ingolstadt, gefahren bin und gesagt habe, hier scheinen mir relativ, also es sind zwar sehr viele Roboter, aber da sind immer noch Menschen, die montieren was. Warum sind das denn keine Roboter? Woran liegt es denn? Was ist der Grund, warum da nicht automatisiert wird? Bei den offensichtlichen Vorteilen für die Ergonomie, für die Kosten, für die Gesamtrationalisierung, warum passiert das nicht? Und dann haben die uns so eine Liste von Dingen gegeben, die im Grunde dann Hausaufgaben waren für uns. Wir können jetzt immer noch nicht alles lösen, aber doch einige von den Punkten, die mir solche Gesprächspartner wie in Ingolstadt damals genannt haben, sind jetzt aber abgehakt und gehen jetzt einfach. Ich komme aus dem Süden und was mir halt hier sehr stark auffällt, ist halt erstmal diese unheimliche Diversität. Es gibt so viele kulturelle Hintergründe, so viele junge, interessierte, hungrige Menschen, die sich mit Technologie beschäftigen wollen, die von überall aus der Welt kommen und die natürlich auch unheimlich viele Kompetenzen, unterschiedliche Blickrichtungen und ja, auch einen ganz anderen Fokus mitbringen. Und das fällt mir sehr, sehr stark auf. Ich glaube, wenn man jetzt längere Zeit hier ist, dann merkt man das gar nicht mehr so richtig, weil es Alltag ist. Aber wir haben unheimlich viele Nationalitäten im Team und auch kulturelle Hintergründe und. Und ich finde das immer noch sehr, sehr bereichernd. Der Gewinn des Deep Tech Awards kam zumindest für mich eigentlich aus heiterem Himmel. Und das ist für uns sehr schön, dass die Stadt sich kümmert und das so ernst nimmt, das Thema, und da wirklich hinschaut, weil ne, das ist auch so eine typische Berliner Sache, man macht da so nebenher seine Sachen und die Stadt ist halt der Ort, wo das zufälligerweise passiert. Also für uns ist es halt auch erstmal ein starkes Signal, dass wir auch wahrgenommen werden und dass jemand auch aus Sicht der Stadt oder des Landes Berlin gut findet, dass das hier passiert. Und ein kleines Preisgeld, das gefällt uns auch gut. Unsere Zukunftspläne sind erstmal weiter zu wachsen und ganz neue Märkte zu adressieren. Also die Frage ist jetzt, wollen wir Vertical Farming automatisieren oder vielleicht doch die Serverproduktion von morgen oder ist es doch der klassische Automobilbau oder idealerweise hoffentlich alles davon. Also es gibt so viel Potenzial für Automatisierung und gerade die flexible Automatisierung, die wir treiben, dass wir da jetzt also einen sehr interessanten Weg vor uns haben. Und nicht zuletzt noch viel mehr Roboterplattformen unterstützen. Also idealerweise soll aus meiner Sicht auf jedem Roboter dieser Welt Mirai laufen.